Diese Elefanten scheinen happy zu sein. Sie kommen wie tanzend aus dem Gebüsch auf uns zu. Die Baobab-Bäume haben nur einen Monat im Jahr grüne Blätter. Sonst sind sie wie tot. Einige Einblicke, African Wildlife, Wildtierbeobachtungen in Tansania. Der Tarangire-Nationalpark ist auch bekannt für seine vielen Elefanten. Wir können hier eine Elefantenherde beobachten. Und diese Elefantenherde hat etliche Babys, junge Elefanten, zum Teil ganz kleine, erst einige Wochen alt. In diesen großen Nationalparks, Schutzgebieten, auch hier die Elefanten wie viele andere Tiere, die sind hier noch glücklich, in dem Sinn, dass sie noch in ihren intakten Lebensräumen leben können. Dieses kleine Elefantenbaby hier begrüßt schnuppernd mit seinem Rüssel einen Cousin aus seiner Elefantenherde. Dieser junge Elefant hebt seinen Rüssel, neugierig schnuppert er in unsere Richtung. Thank you.
beeindruckend hier eine größere Kaffernbüffelherde. Diese Tiere können auch sehr gefährlich sein. Das ist Familie Strauß. Er hebt ganz neugierig seinen Kopf. Mit meinem persönlichen Guide Idi, unserem Landcruiser, geht's durch die Wildnis. Wir suchen weiter wilde Tiere. Auf die Stanz, erste Begegnung mit Löwen. Gegen die Abenddämmerung entdeckt Idi auf größere Distanz einen Leopard. Dieses Leopardenmännchen ist auf der Jagd. Es hält Ausschau nach Warzenschweinen und kommt auf seiner Pirsch immer näher zu uns heran. Aber diese Jagd konnten wir nicht weiter verfolgen. Die Dämmerung hat uns eingeholt. Einige rosa Flamingos hier im Lake Manyara Nationalpark. Noch etwas scheu, diese zwei Brüder. Das sind noch zwei junge Löwenmenschen. Der eine hat eine Verletzung eines Kampfes an seiner Lippe und er ist auch etwas aggressiv. Er knurrt uns an, wenn man mit der Kamera direkt auf ihn schaut. The Great Rift Valley, der große afrikanische Grabenbruch, hier mit vulkanischen Durchbrüchen, Heißwasserquellen, schwefelhaltig. Der afrikanische Grabenbruch, der feste Kontinent im Westen, ist etwa 600 Meter höher wie der abtriftende östliche Teil Afrikas. Pro Jahr wandert der östliche Teil etwa einen Zentimeter Richtung Osten. Wir fahren durch den Galeriewald und plötzlich taucht eine Kaffernbüffelherde auf, etwas nervös, sehr nahe. Hinten ein großer Bulle. Ein Pavianenbaby im Huckepack. Wegen der großen Hitze und den lästigen CC-Fliegen klettern Löwen hier auch auf die Bäume, um Schutz zu suchen. Löwen sind schlechte Kletterer. Erste Zebras hier. Thank you.
Hier im Gebüsch hatten wir unsere Mittagsrast. Wir fahren durch sumpfige Gebiete am Rande des Lake Manyara. Und so können wir von sehr nahe, etwa 7 Metern, einen Kaffernbüffelbullen beobachten, wie er ganz genüsslich diese Riedgräser, diese Schilfgräser frisst. Doch dass die Regenzeit beginnt, ist es hier sehr grün. Sonst kennen wir Afrika mehr mit dürrem, braungelben Gras. Immer wieder zierlich anzusehen, diese Schwarzfersenantilopen, auch Impalas genannt. Am Morgen früh treffen wir auf dem Kraterrand des Ngorongoro-Kraters ein und haben einen wunderbaren Blick mit diesen Nebelwolken. Und da sehen wir sind ja hier jetzt in der Regenzeit, es ist sehr grün, sumpfig, leider nur auf große Distanz, diese sehr bedrohten schwarzen oder Spitzmaulnashörner. Während des Filmens dieser Spitzmaulnashörner werden wir von Hunderten oder Tausenden von Insekten genervt und geplagt. Das gehört manchmal dazu beim Filmen wilder Tiere. Der Ngorongoro-Krater ist eine Caldera, einer vor vielen Jahren explodierter Krater. Er hat einen Durchmesser von etwa 19 bis 20 Kilometer. Wunderschön diese Kronenkraniche, damals von Professor Cimek wandernde Blumen genannt. Wir können hier ein frisch geborenes Zebrababy beobachten, wie es Milch trinkt bei seiner Mutter. Sehr beeindruckend hier eine große Herde Zebras. Wie es noch nahe bei seiner Mutter bleibt. Im Ngorongoro-Krater leben etwa 30.000 Wildtiere, verschiedene Arten. Auch Toilettenzeit muss mal sein. Diese größere Zebraherde ist einfach wunderschön anzusehen. Es sind etwa 250 Tiere. Wunderschön diese Nebelschwaden am Rande des Kraterrands. Der Kraterrand ist etwa 500 Meter höher als der Kraterboden.
wie schon gesagt, leider nur auf größere Distanz, aber doch hier dokumentiert nochmals diese sehr bedrohten Spitzmaul-Nashörner, auch schwarze Nashörner genannt. Löwen im Gorongoro-Krater sind sehr groß. Die Männchen haben eine sehr große bis weit über den Rücken reichende, fast schwarzhaarige Mähne. Hier dieses Männchen, schnuppernd, nähert sich einem Weibchen. Sie wollte nicht und so blieb es bei einem Flirt. Das sind schwarzhaarige Löwenpaschas. Ein schwarzmähniger Löwenpascha hier speziell im Ngorongoro-Krater. Ein kleiner Einblick in das Familienleben der Tüpfelhyänen, hier mit Jungtieren. Von einem Erdloch ins andere verschiebend, vorne der Papa, dann die zwei Kinder, hinten die Mama. Schön anzusehen, diese Grandgazelle. Hier wiederkauend einige Thomson-Gazellen. Wir sehen hier einige kleine Gruppen und Herden von Weißbartgnus. Die Lichtverhältnisse sind oft schwierig, weil es immer etwas bedeckt ist. Größere Gruppe Kuhreiher, Spornkibitze, etwas auf Distanz, einige Flusspferde. Wir hören sie auch. Einer der vielen Webervögelarten. Fieberakazien mit der gelben Rinde. Wunderschön, ein Rundblick auf den Kraterboden mit größeren Gnuherden. Der hier macht alles richtig. Auch Faulenzen gehört dazu. Thank you.
Nase hoch, etwas schnuppernd, ein riesengroßer Löwenpascha. Nochmals von etwas Distanz, Flusspferde. Ständig zwitschernd, viele Schwalben hier. Das ist ein Löffler. Ein anderer mächtiger Schwarzmähnenlöwe, wie ein König. Er ist der König hier in der Wildnis. Ein paar letzte Eindrücke hier im Ngorongoro-Krater. Eine wandernde Herde Gnus, oft ja gemischt mit Zebras. Wir sehen die braunen Jungtiere der Gnus. Unser Zeltcamp in Ndutu in der Süd-Serengeti. Wir fahren pirschend durch die Wildnis. Diese Löwenmännchen hier haben kürzere Haare in der Mähne und gelblichere Farbe. Mein sehr guter Guide Idi sucht und findet immer wieder überraschend Situationen mit verschiedenen Wildtieren. Ein Löwenmännchen hier in der Serengeti beim Wassertrinken. Eine interessante erste Begegnung mit Cheetahs, mit Geparden. Es sind hier 5 Tiere. Männchen, Weibchen mit 3 fast erwachsenen Jungtieren. Anzusehen wie bei den Hauskatzen. Ein Gepard macht hier Toilette. Geparde sind ja die schnellsten Landtiere der Erde. Wie schon gesagt, gelbmähnige Löwenpaschas hier beim Relaxen, beim Faulenzen. Diese Tüpfelhyänen hier in der Serengeti, von sehr nahe beobachtet, haben die nicht auch noch etwas Sympathisches mit ihren rundlichen Ohren?
Gnuhärten auf der Wanderung, später etwas mehr. Sehen wir ihn ganz getarnt im Gras und Gebüsch. Eine weitere, andere Gepardenfamilie, auch mit drei Jungtieren. Kommt ein Gewitter. Es ist heiß, es ist schwül. Diese Tiere haben volle Bäuche. Sie hecheln, sie sind erschöpft, weil das Verdauen von Rohfleisch viel Kraft kostet. Wunderbare Zeichnung des Pelzes dieser Cheetahs, Geparden. Das sind Wunder der Schöpfung. Wir können hier auch durch die kommende Regenzeit bedingt den Beginn der großen Gnu-Wanderung, der Migration, etwas beobachten. Das sind etwa 1,3 Millionen Gnus mit etwa 300.000 Zebras, die hier von der Südserengeti bis über die Grenze in die Masai Mara in Kenia wandern. Dort durch den Fluss werden viele Tiere von Krokodilen gefressen. Im Schatten des Busches Kongonis. Die kleinsten Gazellen Afrikas, Dick-Dick-Gazellen. Ein sehr großer Giraffenbulle hier. Er war sogar zuerst etwas gegen uns aggressiv, aber er genießt auch diese Madenhacker, die ihm gewisse Parasiten aus dem Fell picken. So ein Giraffe kann bis zum Kopf etwa 6 Meter Höhe erreichen. Etwas weiter weg, diese Giraffenherde.
plötzlich ganz überraschend. Wir können hier beobachten, wie zwei noch junge Löwenmenschen, Brüder, eine Tüpfelhyäne packen und sie dann töten. Das sind die Schreie der Hyäne, die um ihr Leben kämpft. Der eine Löwe hält die Hyäne fest. Wir können das ganze Schauspiel etwa eine Stunde lang bis zur Dämmerung beobachten. So können wir etwas erkennen von dieser gefallenen Schöpfung. Hier geht es um den Konkurrenzkampf der Fleischfresser. Löwen fressen das Fleisch der Hyänen nicht, sie töten sie nur. Es scheint, das Fleisch und das Blut graust ihnen. Danach ziehen sich die zwei Löwenmenschen zurück ins Gebüsch und erholen sich und faulenzen. Zwei Tage danach erhalten wir einen Funkspruch der Ranger, dass diese Hyäne tot aufgefunden wurde. Sie ist verblutet. Gegen Abend fahren wir durch die Baumsavanne, nicht so weit von unserem Zeltcamp entfernt. Und da können wir sehr nahe eingepaarten Menschen beobachten, das kurz vorher ein junges Gnu-Kalb gerissen hat. Wir sehen, wie dieser Gepard, dieser Cheetah, sehr gierig, sehr nervös, ängstlich dieses Fleisch frisst. Denn es ist ein scheues Tier. Es hat starke Konkurrenz von Löwen, von Leoparden, von Hyänen. Und somit, immer wieder nervös umherblickend, frisst es kiloweise Fleisch. Fressen und gefressen werden. Thank you.
Fast bis es dunkel wird, können wir etwa eine Stunde lang das Fressen dieses Geparden mit der Kamera beobachten. Während dieser Gepard frisst, sehen wir im Hintergrund Gnus, Zebras, auch Impalas vorbeiziehen. Jetzt fahren wir in die Zentral-Serengeti. Wir suchen Leoparden. Geländemäßig für das Fahrzeug bedingt können wir auf etwas Distanz auf einem Baum eine Leopardenmutter mit einem Jungtier beobachten. Auch die Geier warten. Aber heute erfolglos. Während etwa 2 Stunden immer wieder wartend, ob etwas geschieht, mit der Kamera bereit. Dann kommt die Leopardenmutter vom Baum herunter. Etwas später der junge Leopard. Dann im Gras, sehr gut getarnt, verschwinden sie. Gegen früheren Nachmittag suchen wir etwa eine Stunde lang weiter nach Leoparden. Leoparden lieben es, oft auf Bäumen sich zu erholen, zu faulenzen oder auch Beute auf gewisse Bäume hochzuschleppen. Leoparden sind sehr gute Kletterer und plötzlich auch auf Distanz, wir können da nicht hinfahren, weil es sumpfig ist, ein Leopardenmännchen. Der Vater dieses Jungtieres von vorher. Er zeigt uns, wie auch Hauskatzen es tun, was es heißt, zu faulenzen, zu relaxen. Etwa alle 10 Minuten wechselt er seine Position. Das Leopardenmännchen guckt nun schon in die Runde, ob es irgendwo etwas Jagdbares findet. Wir warten, bis es vom Baum herunterkommt. Während etwa 4 Stunden mit viel Geduld, am Nachmittag heiß, gegen Abend kühler, wartet man immer wieder, dass etwas passiert. Mein Guide, Idi,
sagt immer wieder, wir warten. Nach 4 Stunden warten. Er kommt runter vom Baum, bleibt aber auf einem abgestorbenen Aststunk stehen, beobachtet die Gegend. Berühmt wurde die Serengeti damals durch Professor Bernhard Cimek und seinen Sohn Michael Cimek, der ja hier tödlich verunglückte. Damals machte man Wildtierzählungen im Gorongoro-Krater in der Serengeti. Und eben berühmt durch das Buch und den später preisgekrönten Tierfilm Serengeti darf nicht sterben. Und wer gut schaut, sehen wir, wie er miauend Signale zum Leopardenweibchen gibt. Es sind schon spannende Momente, wie er jetzt vom Baum runterkommt, das alles mit der Kamera zu verfolgen. Ja, das sind die weiten Ebenen der Serengeti. Noch fast kein Regen, noch goldgelbes Gras. Und jetzt kommt er vom Baum ganz herunter und verschwindet im Gras. Und es hat diese großen und kleineren Kopies, welche ein gutes Versteck für wilde Tiere sind. Als Inselberge in der Serengeti.